Herzlich willkommen, ja? Das ist der Part, der Park, in dem sich alles entscheidet. Mario, lass uns testen, wer von uns beiden Trainern des Jet-Ordens stärker ist. Ja, ich bin gespannt. 6 Pokémon gegen 6. Ich weiß nicht, wie fit mein Team ist, aber außer Lily sollte keiner wirklich groß angeschlagen sein. Wow. Einfach nur wow. Ich schicke Tauboss rein. RIP Lily. Ich muss instant wechseln. Oh, verdammt. Okay, Level 3 und... What? Es könnte wirklich sein, dass wir hier richtig krass auf die Fresse kriegen und verlieren. Aber ich werde natürlich mein Bestes geben. Leute, ich werde mein Bestes geben. Ich gebe das nicht früh auf. Ich traue mich... Wir countern mal das Tauboss. Ich predikte einfach eine Flugattacke. Alles andere wäre dämlich. Er wird uns bestimmt one-shotten wollen. Einfach aufgrund der Level. Deswegen machen wir Shinigami rein. Wieso Ruheort? Warum? Ladestrahl. Wieso macht der Ruheort? Wieso gibt er mir diesen Free-Zug? Also geil, ich feiere das. Aber warum? Wieso deletet er mich nicht einfach? Ich wäre locker Two-Hit. Shit, ich habe versucht gerade mit dem Spezialangriff zu boosten. Damit du vielleicht Shinji... Oh, Gigastoß. Okay, ich hätte meine Fresse halten sollen. Ja, das reicht wahrscheinlich, oder? Nein! Shinigami, deine Verteidigungswerte sind awesome. Endlich hältst du mal was aus. Ha? 5 Level reichen dann doch mal. Man darf nicht vergessen, dass Tauboss Step auf der Attacke hatte, weil die ist typ normal und Tauboss ist flugnormal. Wow, ich bin stolz. Shinigami macht mich immer stolzer. Weil langsam bekommt er seine KP, seht ihr? Und durch seine KP greifen seine hohen Base-Werte oder generell seine Werte. Okay, wir müssen Igelsam einsetzen. Das gefährliche Garados ist wieder am Start. Das Problem Garados. Im Moment steht 1:1. Lili schreibe ich noch nicht ab. Sie kann sich auch noch einen Pokémon, sie kann sich auch noch gegen einen Pokémon battlen. Ist jetzt die Frage, wie viel Pokémon uns Garados quasi kosten wird. Oder wie viel Nerven, wie viel Zeit. Weil Naschweif ist Volltreffer. Ja. Boah, unlucky, das gibt es nicht, oder? Holy crap, Mann. Regt mich das auf? Regt mich das auf? Ja. Ja, das tut es, doch. Das hat, doch, das regt mich. Ich habe mein stärkstes Teammitglied verloren. Fuck my life. Okay. Tobi, was machst du an Damage? Das ist lächerlich. Aber Spezialverteidigung sind, das könnte echt helfen. Wie viel steckst du ein? Das reicht nicht. Das reicht nicht. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist das, was ich meine. Ich bin so underleveled, dass die Volltreffer... Boah, nice. Die Gerechtigkeit. Fucking Gerechtigkeit. Jetzt kann ich auch mal schreien. So. Nice. Jawohl. Gut so, Tobi. Gut so. Okay, Elevoltec. Das fucking Vieh. Elevoltec. Der hat Ice Heap. Kriegt Eiler. Der hatte keine Wunderwache, ne? Das war doch jemand anders, der Wunderwache hatte, oder? War das nicht sein Lasho King? Was Wunderwache hatte, wofür ich dann Lily gebraucht habe? Der hat auf jeden Fall Ice Heap. Das heißt, Waterloft ist instant tot. Eiler wird einen Hit überleben, aufgrund ihrer Fähigkeit. Aber Eiler würde ihn... Eiler schafft das nicht, einen Elevoltec zu One-Shot mit Erdbeben. Ich weiß es. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Ich hoffe, es reicht, weil sonst habe ich echte Probleme. Aber es wird nicht reichen. Wuchtschlag sogar. Schade, die Attacke hätte daneben geben können. Die hat eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass sie trifft. Aber sie kann verwirren, wenn sie trifft. Fuck. Fuck. Oh, Leute. Das sieht nicht gut aus. Okay. Ich habe jetzt folgende Möglichkeit. Ich heile mich so lange hoch, bis Wuchtschlag nicht trifft. Weil die hat nur eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Wenn das passiert, bin ich natürlich am Arsch. Die Sache ist, ich wüsste nicht, wen ich sonst reinschicken könnte. Also klar, Waterloft. Keine Frage. Aber der würde nichts aushalten, der ist One-Shot. Treff nicht. Jetzt kommt Gigastoß. Ja, Gigastoß ist nicht sehr effektiv, aber es reicht. Verdammt. Wir sind ja noch verwirrt, versteht ihr? Das ist momentan das Problem.
Ah, oh, das Chronosterben musste durch einen Volltreffer. So bad, Mann. Oh, verdammt. Am Ende hat die Gerechtigkeit gesiegt, aber trotzdem. Das trifft. 3 von 3. 50% Wahrscheinlichkeit. Es trifft jedes Mal. Na, ich muss hoffen, dass es verfehlt. Es hat Eishieb. Ich kann nicht anders da. Es muss. Eiler muss irgendwas in dem Fight leisten. Irgendwas. Eiler muss jemanden töten. Ich kann Eiler nicht für nichts sterben lassen. Das geht nicht. Das kann ich mir aktuell nicht leisten. Eishieb. Oh, Eiler, es tut mir leid. Du bist. Ja. Ich sag's nicht, aber ihr wisst, was ich sagen will. Okay. Oh, Chrono, es tut mir leid. Eiler ist momentan für nichts zu gebrauchen. Muss ich so machen. Ist einfach. Ihr wisst es, das Buchstabe fängt mit U an. Okay. Ich muss jetzt Semmisch raushauen. Und jemand anders, da muss es dann finishen. Das heißt, ich bin langsamer. Wir überleben. Okay. Aber wir sind langsamer. Das ist ein Problem. Wird das reichen? Ja, die Bäre, niemals. Aber damit habe ich schon gerechnet. Wie viel zieht es denn ab? Das ist ja lächerlich. Das ist ja übelst lächerlich, der Damage. Boah, er hat Eishieb, er hat Wuchtschlag, er hat Gigaschlag. Ich habe nichts für dieses fucking Elevoltec. Ich habe nichts. Oh, verdammt. Wenn das jetzt nicht reichen würde, ich würde mir so einen ablachen. Volltreffer. Ob das nötig war, weiß ich nicht. Ja, ich schicke Tobi rein. Einfach weil ich der Meinung bin, dass dieses gottverdammte Elevolt ja keine Elektroattacke kann. So geisteskrank bin ich jetzt. Das gibt's doch nicht. Du hast Wunderwache. Willst du mich verarschen? Er hat Wunderwache und ich habe... Beide Pokémon, die ich habe mit Erdbeben, sind komplett useless. Das gibt es nicht. Ich verliere den Kampf aufgrund von Elevoltec, weil keiner meiner Pokémon, also keiner meiner beiden Boden-Pokémon, etwas gegen dieses Elevoltec machen können. Hätte bloß Chrono noch Erdbeben, ich bereue es so hart gerade. Holy crap, wie ich das bereue. Ich muss meine Teammates opfern, damit ich die Pokémon, die Erdbeben haben, heilen kann. Und das wird dafür sorgen, dass ich den Kampf generell verliere. Ich weiß es jetzt schon. Weil ich das nicht machen kann. Der hat noch viel zu viele Teammates. Wir wissen, dass wir einen Eishieb überleben. Traurig ist nur, dass wir leider nur einen einzigen Erdbeben durchbekommen. Keinen zweiten, weil Waterloft zu langsam ist. Das gleiche wäre aber auch mit Eiler. Auch sie würde nur ein Erdbeben rausbekommen. Weil sie grundsätzlich schon zu langsam ist. Von daher... Ja. Weiß ich nicht. Es ist scheißegal, wen ich reinschicke. Volltreffer. Ja, Motivation im Keller. Hört ihr jetzt nicht raus, aber solltet ihr wahrscheinlich schon selber wissen. Ihr kennt mich, was das angeht, ja schon. Keine Ahnung, ob Chrono schneller ist. Ich gehe mal nicht davon aus. Nee, aber er verfehlt und wir verfehlen auch. Okay. Habe ich noch eine andere Möglichkeit? Ist Eiler noch fit? Oder ist sie ganz tot? Er ist ganz tot. Ich war auch unvorbereitet, aber das macht nichts, weil ich dieses Elevoltec nicht tot bekomme. Ist gut, dass ich übrigens jetzt diese Parts aufgenommen habe und dass wir 6 Stück haben, weil die werden wir auf jeden Fall brauchen. Weil ich lange Zeit brauchen werde, bis ich wieder Lust auf das Spiel bekomme. Ich finde es immer wichtig, dass ihr da meine ehrliche Meinung hört. Und ich werde jetzt auch nicht aufnehmen, weil mich hat jemand angeschrieben in LOL. Und ich werde wieder auf LOL spielen. Das heißt, ich werde wieder nicht mehr als diese 6 Folgen aufnehmen. Schade, ich dachte, der macht vielleicht nochmal irgendeinen Mist. Das wäre jetzt geil gewesen. Deswegen bin ich gerade auf Damage gegangen. Er hat halt... Ihr müsst das so sehen. Er hat die Beere. So, jetzt mal gucken, ob Erdbeben jetzt reicht. Wir schauen mal nach. Bleiben mal jetzt ruhig. Wir wissen ja, was wir machen könnten. Es ist ein zweites Pokémon. Würde Erdbeben ihn jetzt töten? Ohne Beere. Und angeschlagen. Ja. Okay, das reicht also schon mal. Für die nächsten Battle. Für die nächste Chance dann. Kriegen wir eine Gesteinattacke? Nicht.
Admurai, das ist ein Wasser-Pokémon. Wogegen natürlich jetzt, ne, offensichtlich, Chrono das Beste wäre. Oder soll ich mich hier healen bis zum Tode? Ich meine, was ich jetzt gerade vorgehabt hätte, wäre einfach mit Lilly jetzt drauf zu hauen. Aber meint ihr, wir sollen nochmal jetzt versuchen, hier Chrono zu heilen und mit Chrono hier nochmal durchzuwaschen am Ende? Was hat er eigentlich gegen Lilly? Wahrscheinlich eine schnicknormale Wasserattacke, ne? Die sollte schon reichen bei dem Levelunterschied. Ja. Ist halt die Frage, kann Chrono irgendwas ausrichten? Ich meine, Wasserattacke macht immerhin neutralen Schaden. Wir sind ja Gestein. Ich war so unvorbereitet, aber trotzdem, daran hat es ja nicht gelegen, weil Taubos hat ja nur Scheiße gebaut. Ich gehe einfach schon mal den nächsten Fight durch. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es noch. Ich heile mich einfach so viel, wie es geht. YOLO-Modus, ne? Aber ihr seht es da, Volltreffer. Nee, noch nicht mal Volltreffer. Ja, das sagt ja alles. Das ist RIP. Das ist einfach der Levelunterschied. Das war kein Volltreffer und wir verlieren 3/4 Leben. Das ist der Levelunterschied. Er wird doch das überleben, oder? Ah, er wird es nicht überleben. Okay, Damage haben wir. Damage macht das mit Step, aber immerhin erreichen wir Level dadurch. Das ist ja auch was Positives. Wir bekommen ja immerhin viel Erfahrung für die Kämpfe. Ist halt die Frage. Ich bleib mal drin. Ist es sein letztes? Weil dann hat mich der Tryhard noch. Nee, ist nicht sein letztes. Schade. Gena. Wer ist denn. Was hat denn noch? Predikte ich jetzt eine Typ Normalattacke? Und schick Eila rein. Die ist angeschlagen, aber sie hat ja gute Verteidigungswerte. Das Typ nur. Wir machen es mal. Ich predikte keine Kampfattacke. Ich sage, er macht jetzt eine normale Attacke. Irgendeine normale Attacke. Und jetzt müssen wir sie überleben. Gena. Der countert sich gerade selber. Merkt ihr das? Aber wir gehen trotzdem nochmal auf. Hier, auf Ding ein. Wie heißt's? Auf den neuen Fight. Ich könnte quasi Taubos mit Shinjigami instant deleten, schicke dann Waterloff rein, trigger seine Bäre, ich überlebe einen Hit, mache Erdbeben, trigger seine Bäre und schicke danach Eila rein. Sie überlebt auch einen Hit und mache Erdbeben und finische damit das Electek. Das heißt, ich würde zwei Pokémon für eins verlieren. Wenn Shinjigami überlebt, steht es dann quasi 2-2, weil Shinjigami ja weiterhin überleben sollte. Trollt er mich gerade oder will er mich gewinnen lassen? Ich wüsste nicht, wie ich den Part nenne, aber irgendwie ist das gerade lustig. Ich amüsiere mich. Heil halt mal Team hoch, Leta King, alles klar. Ist die Frage, ist eigentlich Chrono schneller? Boah, wir sind fast wieder Full Life mit Eile, alles klar. Ich frage mich, was der noch hat. Ich habe echt Angst vor dem, ne? Ist halt ein Leta King. Die Frage ist, okay, jetzt kommt Hammer Arm. Überleben wir aber das durch Egelsamen? Wir überleben das sogar dank Egelsamen. Der hat ihn zu hoch geheilt. Question. Wir können nicht wechseln. Wenn Hammerarm reinkommt, ist. Obwohl wir sind Gesteinboden. Kampf ist doch gegen Boden nicht sehr effektiv. Also ist doch Neutraltreffer Hammerarm, oder? Meines Wissens nach. Oh shit, ich hab Hunger. Ich muss was essen. Das ist sehr effektiv. Kampf ist auf Boden Neutraltreffer. Darauf komme ich nicht klar. Okay, wir müssen jetzt heilen. Jetzt hat mich der Sieg gepackt. Auch wenn jetzt Chrono und Eila wieder halb tot sind. Was halt beschissen ist für sein letztes Pokémon. Ich weiß ja noch nicht mal, ob der Wunderwache hat. Vielleicht könnte ich draufhauen. Keine Ahnung. Aber der ist Level 63. Ich bin halt so underlevelt. Gegen Rivalen muss ich echt ein bisschen trainieren. Jetzt war es ein Volltreffer, natürlich. Okay. Einmal Heiltrank eingesetzt. Volltreffer incoming. Aber der würde jetzt nach dem Egelsamen sterben, ne? Boah, gibt der uns Leben, ne? Boah, krass. Ja, okay, das war abzusehen. Aber jetzt können wir wenigstens mal Damage austeilen. Ein Erdbeben kriegen wir raus. Dann sehen wir mal, was der hat. Ich meine, Eila bräuchte auch Hammerarm. Attacke ist schon nicht schlecht.
Er macht keinen Gegner mehr, er hat die Schnauze voll. Wunderwache. Okay, gut. Also können wir ihn gar nicht anders da besiegen. Wir müssten jetzt Lili reinnehmen. Aber ich weiß, dass er eine Beere hat. Nee, wir machen das so. Es ist super ätzend, es ist super langweilig. Aber die haben immer ihre Beeren. Und ich habe die Schnauze voll von diesen Beeren. Okay, jetzt will er mich baiten. Warum will er mich baiten? Er will jetzt, dass ich keinen Hypertrank einsetze. Mache ich auch nicht. Ich setze das hier ein. Das reicht auch. Und? Hammer. Ich wusste es. Er wollte baiten, dass ich quasi irgendwas versuche, Damage raushaue. Dann wäre ich nämlich jetzt gestorben. Not bad. Ich meine, auch Eiler hätte, was heißt Eiler? Auch Golden Lily hätte hier nichts zu melden. Golden Lily wäre auch One-Shot. So, der macht eine Attacke, der ist sie tot. Kampfvorteil hin oder her. Ich will einfach nur wissen, was dein letztes Pokémon ist und ob wir den Kampf vielleicht doch noch so über die Art gewinnen können, was halt super ätzend ist. Weil wir schon ziemlich häufig diese Parts hatten, wo wir uns einfach nur durchgehen heilen und egelsam alles erledigen lassen. Aber was soll ich denn gegen so ein Pokémon machen? Da bräuchte ich ja hier, weiß ich nicht. Machomai bräuchte ich hier an der Stelle. Ist halt so. Ich bräuchte hier ein Machomai mit Kreuzhieb. Das wäre ein Pokémon, das würde dagegen ankommen. Ich wüsste nicht, was sonst gegen Leta King standhalten kann. Gerade wegen der Beere auch. Du musst ja quasi die Beere triggern. Das heißt, du machst schon das Durchbruch oder irgendwas anderes. Mit einer Kampfattacke. Ja, und dann halt mit Kreuzhieb oder Wuchtschlag findest du ihn, weil Machomai sollte einen Hit überleben. Machomai ist echt nicht zu unterschätzen. Ist ein relativ starkes Pokémon. Und Machomai ist jetzt auch nicht das langsamste Pokémon. Vor allem, weil ich auch glaube, dass dieses Leta King nicht gerade schnell ist. Aber aufgrund von Wunderwache bringt es mir halt nichts. Ich meine, wir wissen ja, dass wir schneller sind. Wir haben es ja getestet, als wir geheilt haben, als er auch geheilt hat. Da haben wir ja gesehen, okay, wir sind schneller, aber es ist halt Wunderwache. Und Machomai wäre hier quasi schneller, weil Machomai ist schneller als ein Geowatz, definitiv. Das heißt, man muss eigentlich nur Tryhard, man braucht nur ein Tryhard-Team. Das gleiche auch Glurak. Ich glaube generell immer noch, ich habe das ja auch schon erwähnt, dass Glurak hier in diesem Run auf jeden Fall eine richtig tolle Wahl ist. Glurak wird euch hier nicht enttäuschen. Glurak ist einfach Glurak. Ich meine, Chrono macht fabelhafte Arbeit, gerade Egelsamen rettet uns 200 Mal das Leben. So, jetzt ist die Frage, ob wir hier irgendwas ausrichten können gegen sein letztes Teammitglied, was kommen wird. Ist doch sein letztes, oder? Sag mir, dass es sein letztes ist, bitte, please. Sprich mit mir, Spiel. Okay, Brokkolos. Der ist wahrscheinlich die Beere, ne? Brokkolos ist das Gestein-Pokémon, gegen das wir eigentlich richtig gut gewappnet sind. Sag mir, dass es sein letztes ist, bitte. Okay. Er labert immer. Die Musik ändert sich nicht. Das wundert mich. Aber ich glaube, die ändert sich auch nur bei den Arena-Leitern. Müsste sein letztes sein. Wir haben den mega krassen Vorteil. Wir haben eine Pflanzenattacke, die spezial ist. Also Spezialverteidigung geht. Und auf unseren Spezialangriff geht. Und er verschont uns. Und das sollte ihn den Sieg gekostet haben, dank Hypertränke. Hypertränke sind in diesem Spiel einfach komplett OP. Das wird ein Two-Hit. War sogar One-Hit vielleicht. Ah, das wird ein Two-Hit. Wow. Brokkolos, das ist echt... Das Vieh ist wirklich ein Monster. Hätte ich auch gerne mitgenommen, wenn halt Kiesling früher eine Bodenattacke erlernt hätte. Blattgeißel wäre jetzt hier dumm, weil es auf den Verteidigungswert geht und der ist ziemlich hoch bei dem Monster. Ja, Steinkante, neutraler Treffer. RIP. Und das, daran sieht man, wie wenig Damage wir machen, weil Blattgeißel würde halt noch weniger machen, obwohl wir im Elementvorteil sind. Und dann haben wir unerwartet diesen Part gewonnen, aber ich habe auch Getränke gespammt wie so Geisteskranker, was eigentlich gar nicht mehr fair ist. Das habe ich jetzt schon öfters gemacht, weil ich einfach gar keine andere Möglichkeit sehe, gegen die zu gewinnen, ey. So unfassbar krass 10 Level drunter oder 8 oder 9 oder whatever. Das downst du, da guckst du nur blöd. Guck, wer da oben ist. Hey, Gary. Tomate. Nee, natürlich nicht. Das ist der Champ der
der Region hier. Oh, ich frage mich, noch ist das nicht der Kanto-Champ Gary? Was? Hat er das gerade wirklich gesagt? Nicht dein Ernst. Die haben sogar den Namen geswitcht. Das ist wirklich Gary. Lol, GG. Okay, hier bekommen wir jetzt die Form im Surfer. Das heißt, wir werden jetzt alle Wasserrouten abklappern, die wir bis dato nicht abklappern konnten. Das heißt, wir werden in die Höhle gehen. Dort surfen, da bekommen wir Fokusstoß. Das sind Trainer, tolle, fette Pokémon und vieles mehr. Wir werden die Wasserroute abklappern. Wird sich Shinjigami freuen. Und wir werden danach noch hier auf der Route, auf der wir waren, noch surfen. Da gibt es ja auch noch eine Höhle. Und eine TM, die ich unbedingt haben will. Und dann erst werden wir hier in diesem Höhlenabschnitt, in diesem Minenabschnitt weitermachen. Ich kriege das gerade weg, weil ich ein bisschen, wie sagt man so schön im Englischen, bin ein bisschen tired, ein bisschen erschöpft gerade. Mir ist auch bullenheiß, ich habe Hunger. Und war jetzt auch nicht so der Part, wo ich so übermäßig sage, so boah geil, super geiler Part und so, sondern eher so, ja, Hypertränke gespammt, what the fuck, Ekelsam regelt, ne? Gut Leute, ich hoffe trotzdem, es war ansehnlich, wie Ekelsam dieses Leter ging, weggesaugt hat. Nein, war es nicht. Machen wir keine Witze, war es nicht. Aber gut. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie meint, ich hätte was besser machen können, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Meine Taktik wäre gewesen, beim nächsten Mal Shinjigami, Taubos weghauen, Bäre triggern, mit Waterlauf überlebten Hit. Weil er langsamer ist, muss er es auch machen. Ist halt die Volltrefferquote Gefahr. Und dann Eiler mit Erdbeben, die aber dann auch klinisch tot wäre. Das heißt, Waterlauf wäre gestorben. Und Eiler low und ich hätte Tauborst und Elevoltec ja, weg gehabt. Das ist so der Plan. Bis morgen. Tschüss.